Aber er bedroht euch. Ja, aber diese Bedrohung kann keiner bezeugen. Ach, können wir das Thema wechseln, bitte? Wo ist der Haken? Kein Haken. Einfach nur ein guter Deal. Und ich habe gleich die Herrenkollektion mitverkauft. Die Herrenkollektion? Mhm. Gott, wir sind Ärzte und natürlich gehen wir dahin, wo wir gebraucht werden. Also, sag mir, wie es weitergeht. Wir heiraten in 2 Wochen. Sind das etwa, ja, Karten für Zechenwaren? Mann, Ben wird durchdrehen. Das hat er sich echt verdient. Oh Mann, oh Silke, du bist echt die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Danke. Na, spinnst du jetzt komplett? The morning painted by the sun and it's in my eyes and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn and a restless sky and a restless sky. This is my life. Was soll denn das, Tina? Was denn? Machst du dich jetzt über mich lustig? Über meine Gefühle zu dir? Nein, natürlich nicht. Ja, warum küsst du mich dann so? Oh, entschuldige, Silke, das war nur wegen der Tickets. Ich habe mich nur so gefreut. Ihr müsst euch beeilen, es geht los. Viel Spaß und Gruß an deinen Mann. Also, ich verstehe dich nicht. Wenn du doch weißt, dass Malte Neumann betrügt, dann kannst du doch... Ich habe einen Verdacht, okay? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass er betrogen hat. Also, er hat eine Flasche Hofleitner umgefüllt in eine Flasche Roten Fuchs und hat das eingereicht. Und hat somit das Ökosiegel bekommen. Also, so vermute ich mal. Also dürfte Carlas Wein das Siegel gar nicht führen. Um das rauszufinden, habe ich eine Flasche eingeschickt ins Labor. Ja, und? Kam nie an. Also ich glaube, dass der Neumann sie einfach hat verschwinden lassen. Ja, aber genau das ist doch der Beweis, den wir brauchen. Dann schick einfach noch eine Flasche hin. Wenn es rauskommt, dass er getrickst hat, dann ziehe ich da Carla doch mit rein. Ich bin mir sicher, sie würde es wissen wollen. Ja, wahrscheinlich, aber ich möchte die ganze Sache ruhen lassen. Also nicht nur wegen Carla, sondern auch wegen Annette. Du weißt doch, dass Annette sich nicht mehr mit ihm auseinandersetzen will. Weiß Annette von der Geschichte mit dem Wein? Also... Annette war ja sicherlich froh, wenn du dran bleibst. Dann wandert Malte Neumann ins Gefängnis und sie hat endlich Ruhe. Ich habe Charlotte in London angerufen. Sie hat gesagt, sie hat auch schon an eine Herrenkollektion gedacht. Daran gedacht hat ihr Bruder auch schon. Aber Charlotte hat schon die Entwürfe fertig gemacht. Sie hat sie inzwischen meiner Oma geschickt und meine Oma macht bis morgen früh die Schnittmuster fertig. Die krieg ich dann und dann nähe ich bis morgen Abend den Prototypen. Sie machen Nägel mit Köpfen? Die Herrenkollektion ist so gut wie fertig, aber Sie dürfen Simon noch nichts verraten. Er soll erstmal in Ruhe gesund werden. Herr Dahlmann kann froh sein, dass Sie ihn unterstützen. Er hilft mir ja genauso. Wir sind ein super Team. Ich wollte nur, dass Sie Bescheid wissen, dass Simons Ruf gegenüber Exi gerettet ist. Jemanden wie Sie könnte ich im Hotel gebrauchen. Hm. Sie sind strukturiert, fokussiert. Kann man Sie abwerben? Eigentlich fühle ich mich bei der Polizei ganz wohl. Das habe ich befürchtet. Viel Glück. Dankeschön. Weiß Britta schon? Na, sie hat's als Erste erfahren. Okay. Und woher der Sinneswandel? Na, du kannst dich gleichzeitig in Sri Lanka arbeiten und in Lüneburg heiraten. Mit dem Thema Sri Lanka bin ich jetzt erstmal durch.
Ja, das finde ich gut. Ja, ich weiß. Das hast du mir vorhin sehr deutlich zu verstehen gegeben. Ja. Und du, willst du dieses alte Teil jetzt loswerden und verkaufen, oder? Ja, bist du wahnsinnig, mein Verstärker? Aha. Damit feier heute Abend die Helden meiner Kindheit. Ja. Aha. Zechenwahn, das ist die Essener-Band. Okay. Ja, als Kind, da war ich auf jedem ihrer Konzerte. Mhm. Ich habe mir alle Platten gekauft. Ja, und jetzt haben sie sich wieder zusammengetan für eine letzte Abschiedstournee und spielen heute Abend in Hamburg. Ah, und du gehst nicht hin? Nein, ich ist ausverkauft. Ah. Ja, ich habe es zu spät erfahren. Stattdessen mache ich zu Hause jetzt einen Zechenwahn Gedächtnisarm. Du kannst auch kommen, wenn du willst. Ach, ja. Hey. Hey. Ach so, hier. Hat Silke besorgt. Silke? Hm? Okay. Das glaube ich jetzt ja nicht. Wie hat sie das denn geschafft? Weiß nicht, irgendwelche Beziehungen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Ist ja der Hammer. Du solltest dich beeilen, sonst kommst du zu spät. Wie, kommst du nicht mit? Ich muss doch auf Luis aufpassen. Britta und ich sind doch da. Also, ich kann gerne mal babysitten. Nee, alles gut. Ich habe erst wieder angefangen zu arbeiten. Ich bin echt müde. Ich muss ins Bett. Du kannst auch mitgehen. Hm? Ich kenne die Band ja gar nicht. Ja, dann lernst du sie kennen. Hm? So eine Chance bekommst du nie wieder. Eben. Ja. Dann frag ich mal schnell Britta, okay? Ja, mach das. Komm, gegast. Mhm. Zechenwahn! Alter! Aber dass der Carla so hintergeht. Neumann hatte einen Verkorker auf dem Hotelzimmer. Das hat mir Frau Bergmann erzählt. Und eine leere Flasche Hofleitner. Lag im Müll. Also offensichtlicher geht's wohl kaum. Der rote Fuchs erfüllt die Kriterien für das Ökolarv-Siegel nicht. Trotzdem hat er es bekommen. Frau Saravakos hätte niemals getrickst. Nie. Nein, das war Malte im Alleingang. Aber wenn das rauskommt, dann muss sie dafür gerade stehen. Deshalb müssen wir ihn ja überführen. Mr. Miller, das ist ja eine Überraschung. Oh, klar. Diskrete Geschäfte sind meine Spezialität, das wissen Sie doch. Von wo nach wo sollen denn die Klunker? Na klar, ist das machbar. Was springt für mich dabei raus? Also ich denke, wir müssen es ihr auf jeden Fall sagen. Aber ich lege mich nicht mehr mit Malte an. Das haben wir uns schon gedacht. Aber wir wollten vorher mit dir sprechen. Leute, ist das euer Ernst? Der Typ versaut euch euer Leben und ihr wollt ihn verschonen? Wir verschonen ihn nicht. Wir schonen uns. Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Aber er führt euch gerade vor. Wenn wir ihn jetzt reizen, dann macht er uns das Leben erst recht schwer. Ja, worauf wartet ihr? Dass er das Interesse verliert. Aber das passiert nur, wenn wir ihn ignorieren. Das ist ja... Ich kenne Malte. Wenn wir jetzt gegen ihn kämpfen, dann stachelt ihn das nur auf. Das sehe ich genauso. Wenn Carla gegen ihn vorgehen will, bitteschön. Aber wir halten uns einfach mal schön zurück. Ich sag euch was. Malte Neumann wird euch niemals in Ruhe lassen. Lecker. Klingt gut, Ihr Angebot. Geben Sie mir eine Stunde. Obwohl, nee, ich muss Ihnen leider absagen. Das passt nicht. Ich habe ja gerade ein anderes Projekt. Und das kann ich nicht aufschieben. Rotwein trocken, bitte. Mhm. Oh, das noch. Gabi. Nee, du störst nicht. Deine letzte Nacht in Freiburg und dann geht's ab nach Norwegen. Ja, schade, dass wir uns nicht mehr sehen. Puh, wieso? Wie klinge ich denn? Ach, nein,
ist alles bestens, alles gut. Nein, ich bin vielleicht ein bisschen gestresst, also ich hab was auf dem Herd. Naja, das ist der Fernseher. Okay, dann gute Nacht, Gabi, ne? Und gute Fahrt. Tschüss. Hallo, Frau Engels. Hallo. Alles in Ordnung? Oh, gar nichts ist in Ordnung. Leider. Ich hasse es zu lügen. Ich habe meine Frau noch nie angelogen. Aber ich konnte jetzt einfach nicht mit ihr sprechen. Also. Hat das etwas mit Ihrer Freundschaft zu Frau Berger-Rechter zu tun? Ja. Ich empfinde mehr als Freundschaft für Tina. Ach. Deshalb Ihr Einsatz bei den Konzertkarten. Ja. Und im lauter Überschwang, da hat sie mich geküsst. Aus Dankbarkeit für die Karten, für sie, einfach aus Freude über die Karten. Aber sie weiß, dass sie... Ja, sie weiß es. Aber... Also, ich verstehe das einfach nicht. Wie kann sie denn mit meinen Gefühlen so umgehen? Das ist doch irgendwie rücksichtslos. Hi, Tina. Hey. Alles in Ordnung bei dir? Ja, alles gut. Ich muss nur schnell hoch zu Luis, weil wenn nicht das... Na komm, du hast doch irgendwas. Ich glaube, ich habe Mist gebaut. Okay. Du weißt doch, dass Frau Eilers... in dich verliebt ist. Ja. Mhm. Und ich habe sie geküsst. Auf den Mund. Oh. Das hatte gar nichts zu bedeuten. Es war so aus Freundschaft, weißt du, so im Überschwang. Ich weiß wirklich nicht, was mich da geritten hat. Naja, du hast aus dem Bauch rausgehandelt. Hast halt nicht nachgedacht. Wahrscheinlich. Dabei war ich so froh, dass ich unsere Freundschaft wieder hingebogen habe. Ach komm. Jetzt schläfst du erstmal eine Nacht drüber und dann redet ihr morgen. Hm? Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich krieg das wieder hin. Eine gute Freundschaft hält doch viel aus. Sind wir beide nicht das beste Beispiel? Könntest du recht haben. Ich habe immer recht. Danke, dass du mich aufbaust. Ich muss jetzt wirklich hoch zu Luis. Nacht. Nacht. Auch schon mal frischer aus. Wirklich. Hast du gefeiert? Ich war in Hamburg auf einem Konzert. Wer hat denn gespielt? Zechenwahn. Nee, Quatsch. Die gibt's doch gar nicht mehr. Zechenwahn? Ich hab jede Platte von denen. Und die haben in Hamburg ein Konzert gegeben. Ich dachte, die haben sich getrennt. Ja, und jetzt sind sie wieder zusammen für eine Abschiedstournee. Oh, und ich hab's nicht gewusst. Verdammter Mist. Da hast du was verpasst. Weißt du, wo die noch auftreten? Ich hab keine Ahnung. Ich muss ja noch ein bisschen was machen. Ja, ist ja gut. Finde ich auch alleine raus. Entschuldigung, ich würde gerne zahlen. Entschuldigung! Schnittmuster richtig gut, Oma. Nein. Also sobald Simon weg ist, fange ich an zu nähen. Also ich hoffe bald. Ja.
Nee, ich habe ihn heute noch gar nicht gesehen. Ja, der Arme, der konnte gar nicht sprechen, Oma. Mache ich. Tschüss, Oma. Bis dann. Ciao. Morgen. Du siehst ja halbwegs wieder gesund aus. Ja. Ja. Ja, die Schweigetherapie hat geholfen, scheinbar. Du klingst auch wieder richtig gut. Kaffee ist noch da. Aber frühstücken wirst du in Carlos, oder? Ich meine ja nur, weil es so etwas spät geworden. Ach so, nee, ich werde heute noch nicht ins Carlos gehen, denke ich. Ich werde mich lieber noch ein bisschen schonen. Sicher ist sicher nicht, dass ich morgen wieder gar keine Stimme habe. Ach so, ja, verstehe. Hast du mit deiner Oma telefoniert? Hast du uns gehört? Ja. Oh, tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Ich habe versucht, leise zu reden. Nicht leise genug. Was hast du gehört? Naja, du hast gesagt, tschüss, Oma, tschüss. Und sonst? Delay, du musst keine Angst haben, dass ich dich belausche. Ich habe wirklich nur gehört, tschüss, Oma, tschüss. Gut. Oder gibt's da irgendwas, was ich nicht wissen darf? Was? Nein, natürlich nicht. Quatsch, ich wollte dich nur nicht wecken, Simon. Tut mir echt leid. Guck mal, was ich alles mitgebracht habe. Hättest du mir doch gar nicht gesehen. Hast du eine komplette Olivenplantage geplündert, oder was? Nicht nur Oliven. Chai, Blätterteig. Oh, sehr viel. Na, dann freue ich mich aufs Abendessen. Und was wollen Sie mit der Flasche Roten Fuchs machen? Ins Labor bringen, um herauszufinden, ob er das Ökosiegel überhaupt führen darf. Ja, sicher sollte man so gegen Etikettenschwindel vorgehen, aber warum reden Sie nicht erstmal mit Frau Sacharwakos? Das sagen Annette und mein Vater auch, aber in Wirklichkeit haben sie nur Schiss, Malte Neumann zu reizen, also übernehme ich das jetzt. Und? Was wollen Sie machen? Ihn in den Knast bringen. Er macht Annette und meinem Vater das Leben zur Hölle. Das kann ich mir nicht länger mit angucken. Aber Sie können doch nicht einfach vorsätzlich jemand ins Gefängnis bringen. Er ist nicht unschuldig. Er hat es verdient. Ja, ich weiß. Gut, mir ist er auch nicht sympathisch, aber Sie laden da eine große Verantwortung auf sich. Irgendwer muss die Verantwortung schließlich übernehmen. Ja. Ich verstehe. Sie wollen Gerechtigkeit. So sieht's aus. Aber haben Sie auch mal überlegt, was das für Konsequenzen für Sie hat? Für Ihr Gewissen? Herr Lüder, ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts unternehmen würde. Malte Neumann ist selber schuld, dass er einfährt. Ich helfe nur nach. Das ist so schade, dass du nicht mitfährst. Ich habe mich einen Abend lang wieder wie 17 gefühlt, wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ich dich unbedingt als 17-Jährigen erleben möchte. Oh, die Jungs waren unfassbar. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Hat Hendrik auch gefallen? Ja. Du hättest mal sehen sollen, wie der abgegangen ist. Oh, warte mal, ich habe ein Video gemacht. Das muss ich dir mal zeigen. Wo ist denn mein Handy? Zu Hause vielleicht? Nee, ich war vorhin auf dem Salzmarkt, habe einen Kaffee getrunken. Und da habe ich noch was nachgeguckt. Alles dann klar. Dann liegst du wahrscheinlich da. Wahrscheinlich. Tschüss. Bis später. Morgen. Morgen. Na? Ist alles in Ordnung? Ja. Die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich hätte am liebsten heute gleich mit Silke geredet, aber ich muss wohl bis heute Abend warten. Belastest du dich ganz schön. Wie geht's denn dir? Naja, immerhin hat das Heide Echo mittlerweile 9 Artikel zusammengeschustert. Jetzt sind wir plötzlich Romeo und Julia. Na, ich hab's gelesen. Ist zwar genauso bescheuert, aber wenigstens kommen wir jetzt gut dabei weg. Ja, es freut mich für euch. Das habt ihr euch verdient. Das ist schon komisch. Genau die Leute, die uns nach dem ersten Artikel beschimpft haben, die feiern uns jetzt. Was ist mit Ralfs Job? Liegt der immer noch auf Eis? Naja, er ist deswegen gerade in Hannover bei der Generalstaatsanwältin. Ich hoffe mal, er kann das klären.
Und Malte? Ach, der. Ich denke, er hat mittlerweile verstanden, dass es endgültig aus ist zwischen uns. Dann gibt auch Ruhe. Hoffentlich. Meine Liebe, das ist so nett von Ihnen. Sie hätten sich doch nicht so abschleppen müssen. Ich habe sowieso einen ganzen Koffer voller Lebensmittel mitgebracht. Oh Gott. Also dann noch mal herzlichen Dank. Gerne. Also ich hoffe, Sie hatten es sehr schön mit Ihren Lieben. Schön, dass Sie wieder da sind. Dankeschön, Dankeschön. Es war sehr schön natürlich, aber die Zeit war auch leider wie immer zu kurz. Das glaube ich. Aber Simon wird sich freuen, dass Sie zurück sind. Ja. Apropos Simon, ich will ihm eine ganz besondere Freude machen. Und da wollte ich Sie fragen, kann ich Ihre Nähmaschine ausleihen? Also nur für heute. Ja, aber ist Ihre schon wieder kaputt? Nein, aber ich kann nicht zu Hause nähen, weil Simon krankgeschrieben ist und er soll es nicht mitkriegen. Ich verstehe, eine Überraschung. Na ja, natürlich. Aber wo wollen Sie denn nähen? Vielleicht hier bei Ihnen? Ne, hallo. Ja, hallo. Ich habe schon gehört, dass Sie zurück sind. Seit gestern. Schön. Sie möchte Simon eine Überraschung bereiten und möchte daher meine Nähmaschine haben. Ah. Aber dazu müsste die Maschine nach oben gebracht werden. Meinen Sie, vielleicht könnte Herr Dr. Althaus so freundlich sein und Sie raufbringen? Ja, das macht er bestimmt. Aber er darf mein Hochzeitskleid nicht sehen. Keine Sorge, das werde ich zu Hause nehmen, versprochen. Gut. Er wusste nichts von dem Hochzeitstermin, oder? Mm-mm. Es tut mir leid, wenn ich Sie verraten habe. Das ist überhaupt nicht schlimm. Sie haben mir einen Gefallen getan, sonst wäre die Hochzeit nämlich geplatzt. Ach, okay. Ja, es ist eine längere Geschichte. Aber so steht der Hochzeit nichts mehr im Wege. Ja, wunderbar. Na, dann kommen Sie, setzen Sie sich doch kurz zu uns. Kurz. Fragen gestellt? Nein. Gut. Das Geld für die Suite ist auch schon dabei. Mhm. 138, ja? Lass dir keine andere aufquatschen. Okay. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Sie gern wieder runter, wenn wir nicht fertig bin. Sie möchte Ihren Liebsten überraschen. Ah, verstehe. Okay, ich bin weg. Schönen Tag noch. Bis dann. Ciao. So. Also. Ja. Kann ich Ihnen noch irgendetwas erklären oder wissen Sie alles? Nein, Frau Janssen, ja? Ich kenne mich mit der Maschine aus. Sehr gut. Sehr tüchtig. So. Und jetzt bin ich neugierig. Sehr schöne Farbe.
wunderschön. Ich gratuliere Ihnen, Sie sind wirklich gut. Ich muss es noch etwas versäubern, aber das mache ich mit meiner Maschine zu Hause. So. Ja, aber Sie haben ja gar nichts gegessen. Ach, vielen Dank. Also wenigstens ein Kekschen, dann bitte. Dann nehme ich einen Keks. Vielen Dank nochmal für alles. Ne? Ja, aber sehr gerne. Ich werde... Viel Freude und viel Erfolg. Gut. Und ich danke nochmal für die köstlichen Oliven. Gerne. Vielen Dank nochmal. Nichts vergessen, auf bald. Tschüss. Dass ich dich so überfalle. Ja, wäre ja nicht das erste Mal, ne? Hättest du vielleicht trotzdem einen Moment für mich? Es tut mir sehr leid, was gestern passiert ist. Und, wie war das Konzert? Ich war nicht da. Ben ist mit Henrik hingegangen. Ach, deshalb hast du mich geküsst. Aus Freude über die Karten. Ich weiß, es war falsch. Ich wollte dich weder verletzen, noch mich über dich lustig machen. Silke, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht, weil ich Angst hatte, dass ich unsere Freundschaft jetzt endgültig kaputt gemacht habe. Aber wie konnte das denn passieren? Was hast du dir denn dabei gedacht? Ich... Es war einfach, weil... Ich kann mich nur immer wieder entschuldigen. Okay, ich lass dich dann mal, ja? Ja. Sie hat mein Auto geklaut. Der Tochter. Na, da freut sich aber jemand richtig, mich zu sehen. Ich meine nur, weil du ihn gerade nicht geantwortet hast. Ja, ich wollte nicht durch die ganze Wohnung schreien. Ich habe immer noch eine angeschlagene Stimme. Das ist aber sehr vernünftig. Ja, so bin ich. Sehr vernünftig. Mhm. Deshalb bin ich auch schon fast wieder topfit. Ach ja. Mhm. Simon. Ich muss noch ein paar E-Mails beantworten und vor der Arbeit noch die Oliven verteilen. Ich habe noch so viel zu tun. Aber wenn du etwas Bewegung brauchst, dann geh doch mal spazieren. Nein, ich werde dann kurz im Carlos vorbeischauen und gucken, ob da alles läuft. Ja. Und ich könnte Herrn Flickenschild auch den Vertrag zurückbringen. Das ist eine super Idee. Mach das. Du willst mich loswerden? Was? Nein, auf keinen Fall. Simon, ich habe einfach nur viel zu tun. Wirklich. Das verstehst du doch, oder? Hast du alles? Ich habe alles. Tschüss. Guten Tag. Hallo. Ich
suche Herrn Berger. Ich war mit ihm verabredet, aber ich weiß nicht mehr genau. Wenn Sie ihn sehen, sagen Sie ihm einfach, ich bin hier und warte auf ihn. Ja, ich trinke einen Kaffee. Klar, gerne. So, einen Kaffee hätte ich gern, bitte. Na, Sie sehen ja ganz schön fertig aus. Ist ja kein Wunder, wenn man drauf und dran ist, seinen Job zu verlieren. Wie kommen Sie denn da auf? Sind Sie denn nicht freigestellt? Wegen Ihrer Beziehung zu einer Angeklagten? Sie sind schlecht informiert, Herr Neumann. Meine Freistellung wurde aufgehoben. Wie gut für Sie. Annette steht nämlich nicht auf Loser. Herr Neumann, würden Sie mich bitte in Ruhe lassen? Ich würde ganz gerne meinen Kaffee in Ruhe trinken. Bin schon weg. Oh. Hoppla. Geht's noch? Suite 138. Bis wo? Im ersten Stock, aus dem Fahrstuhl und dann direkt die erste links. Also, zahl mal den Kaffee. Danke. Stimmt so, ja. Wiedersehen. Ich glaub's einfach nicht. Wie kann man denn so blöd sein und den Schlüssel stecken lassen? Ja, das kann doch keiner ahnen. Der Dieb muss beobachtet haben, wie ich ausgestiegen bin. Ja, das wirst du jetzt alles hier bei der Polizei erzählen. Und die werden ganz sicher dein Auto wiederfinden. Oh Gott, wie soll ich denn jetzt meine Sachen vom Großmarkt holen? Ja, du bist doch versichert, oder? Die müssen dir doch einen Mietwagen stellen. Was? Entschuldige, ich bin gerade so durch den Wind. Ich habe ja letzte Nacht nicht geschlafen. Und dann die ganze Aufregung gestern. Jetzt vergiss doch mal diesen blöden Kuss. Also, das können wir ja mal anderen erklären. Wirklich? Ja, ich weiß ja, dass es dir leid tut. Und auch wenn ich nicht so ganz verstehe, warum es passiert ist. Weil ich nicht nachgedacht habe. Ich will einfach nicht, dass du dir weiter Vorwürfe machst. Und heißt das, du verzeihst mir? Naja, wenn du ab jetzt vorsichtiger mit meinen Gefühlen umgehst. Danke, dass du mitgekommen bist. Das ist doch klar. Frau Berger-Richter? Ja? Zimmer geht. Ich glaube, ich Entschuldigung, ich muss schlafen. So. Zähne aus, ja? Geht das nicht schneller? Komm. Das reicht. Bin gleich wieder da, ja? Frau Bergmann, könnten Sie sich zufällig erklären, wie ich in die Kontaktgruppe für die Newcomer-Bewerber komme?
Sie wollten sich ja nicht bewerben und die Frist war kurz vorm Ablaufen. Aha. Und dann haben Sie sich gedacht, da übernehmen Sie das mal mit der Bewerbung, ha? Sind Sie mir böse? Was heißt böse? Ich meine, den Preis werden wir sowieso nicht bekommen. Dafür ist das Unternehmen einfach noch viel zu jung. Aber versuchen kann man's doch. Ja, und es bleibt jetzt auch nichts anderes mehr übrig, ne? Dahlmann. Oh, Herr Flinkenschild. Sie sind nicht noch krankgeschrieben? Mir geht's schon wieder deutlich besser. Gut, Ihre Stimme klingt auch wieder etwas besser. Ja, das Schweigen hilft dann. Weshalb ich eigentlich hier bin. Ich wollte Ihnen den Vertrag bringen. Na gut. Dann werde ich Ihnen das Geld überweisen. Doch, und ich werde pünktlich tilgen. Da können Sie sich drauf verlassen. Vielen Dank nochmal. Herr Dahlmann, Sie sollten es lieber noch etwas schonen. Ich meine, Sie werden hier ja überall gebraucht. Ach, der Laden hier läuft auch ohne mich. Wird sich Carla freuen. Haben Sie was von ihr gehört? Zuletzt, als sie auf Korfu gelandet ist. Seitdem nicht mehr, aber das scheint ja ein gutes Zeichen zu sein, oder? Oh, der Vertrag von Exi. Wir sind aber schnell dran. Dann gratuliere ich. Und ja, hoffe auf Ihre gewünschte Kundenflut. Diese Kundenflut können wir gar nicht so gut gebrauchen. Wir produzieren ja alles auf Bestellung. Aber die Sichtbarkeit und die Reichweite wird sich definitiv vergrößern. Sagen Sie, haben Sie noch mal mit Frau Kielitsch gesprochen? Ich konnte ja gestern kaum sprechen. Ja, hat Frau Kielitsch etwas zu Ihnen gesagt? Ja, dass das Gespräch von Ihnen beiden sehr gut war. Ich meine, Sie dachten doch an eine Herrenkollektion. Ach so, ja, aber das erst in längerer Zukunft. Also das planen wir jetzt noch nicht sofort. Entschuldigung, ich wollte noch einmal kurz da in den Vertrag reingucken. Was ist das denn? Die schreiben hier was von einer Damen- und Herrenkollektion. Also das muss ja ein Fehler sein, da werde ich mich gleich mal melden. Herr Dahlmann, vielleicht sollten Sie vorher noch mit Ihrer Freundin sprechen. Hey, ich suche Annette Roth. Ist sie da? Soweit ich weiß, hat sie frei. Okay. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ruf sie doch an. Das habe ich schon. Ich erreiche sie nicht. Mein Vater auch nicht. Deinen Vater habe ich vorhin gesehen, im Carlos. Okay, danke. Aber er wollte dann in der Suite. Zumindest hat er gefragt, wie er da hinkommt. Und dann ist er weg. Okay. Hallo, Herr Köpke. Herr Flinkenschild. Wie geht's Ihnen? Gut. Ist irgendetwas? Marvin sucht seinen Vater. Er hat eine SMS von Herrn Berger bekommen und die wollten sich hier irgendwie treffen. Von Herrn Berger? Der arbeitet heute bei uns. Warum sollte er sonst in einer Suite sein? Also von mir hat er den Auftrag nicht. Er hat es sich strikt verbeten, ihn zu rufen, wenn es kein Notfall ist. Also von einem Notfall weiß ich nichts. Höchstwahrscheinlich hat ihn die Hausdame einbestellt. Aber gehen Sie ruhig hoch, klopfen Sie. Okay. Klar, Suite 138. Erstes Geschoss, den Flur ganz durch. Alles klar. Bitte kommen Sie rein. Also das war wirklich ein interessanter Abend. Vielen Dank. Ja, bedanken Sie sich bei Herrn Berger. Na, eigentlich muss ich mich ja bei Tina bedanken. Sie hat mich ja fast dazu gedrängt. Das wäre wohl auch ein bisschen zu viel für Sie gewesen. Ja, es freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Ja, es war wirklich eine coole Band. Also schade, dass die sich getrennt haben. Lassen Sie mich raten. Er schwärmt gerade von Zechenwaren. Ah. Nochmal vielen, vielen Dank für die Tickets. Ja. Es war wirklich der Wahnsinn. Sehr gern geschehen. Ja, ja, die Jungs waren unglaublich. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so abgetanzt habe. Ja, aber das war nichts im Vergleich zu unserem Herrn Doktor. Ja. Natürlich, hätte Sie mal sehen sollen. Zechenwaren! Ja, nicht ganz so, ne? Aber ich würde gerne mal das Video zeigen, das ich aufgenommen habe. Aber mein Handy ist leider weg. Ah, ach, dann waren Sie gar nicht erreichbar? Naja, ich hab's wohl verloren. Heute Morgen schon. Dann wissen Sie gar nicht, dass Tinas Transporter geklaut wurde? Also ich war jetzt zufälligerweise dabei. Wir haben uns unterhalten und haben das Auto nicht im Blick gehabt und plötzlich ist jemand mit dem Wagen weggefahren. Und wie geht's ihr? Sie ist bei der Polizei jetzt. Okay, alles klar, ich fahr hin. Es geht ihr einigermaßen. Ich meine, im Moment kann man nur eine Anzeige erstatten. Ja, egal. Ich muss nur Luis vorher kurz zu seinem Freund bringen. Danke. Ja, ich muss die Bohrmaschine. Okay. Bis später. Ja.
Tja, ich bin in der Tür geirrt. Hallo? Alles okay bei Ihnen? Scheiße. Papa! Hey! Hey! Papa! Scheiße. Kannst du mich hören? Hörst du mich? Hey! Hallo? Ich brauche ein RTW. Ins Hotel Drei Könige, Zimmer 138. Mein Vater liegt bewusstlos im Bett. Ja, er atmet. Hallo, Dr. Althaus. Guten Tag. Sie wollen bestimmt die Oliven abnehmen. Kommen Sie bitte rein. Dankeschön, dankeschön. Ja, ich möchte heute Abend nämlich kochen und da wären Ihre Oliven das i-Tüpfelchen. Was gibt's denn? Spaghetti alla Puttanesca, also Sardinen, Kapern, Knoblauch und eben Ihre Oliven. Mmh, klingt lecker. Bitte. Eine reicht. Ich habe genug mitgebracht, grün und schwarz. Bitte. Wirklich? Ja. Ach, total nett. Also, wenn ich mich irgendwie revanchieren kann, dann... Alles gut, Herr Dr. Althaus. Dankeschön, ja? Gerne. Obwohl, hätten Sie kurz Zeit, sich auszuziehen? Ich meine, umziehen, im Bad, die Überraschung für Simon anprobieren. Also, nehmt es mir nicht übel, Frau Klitsch, aber ich glaube... Bitte, Herr Dr. Althaus, das ist quasi ein Notfall. Dafür sind Sie doch beruflich ein Fachmann. Aha. Ganz kurz. Das ist ein Prototyp für Simons Firma. Sie hätten den perfekten Body dazu. Tatsächlich, ja? Bitte. Nehmen Sie her. Danke. Die Oliven nehme ich. Da ist das Bad. Okay, danke. So, Ja. Und? Ich glaube, ich muss da noch mal kurz ran. Okay. So. Hi, ich bin wieder da. Stopp, sonst. Hi. Betäubungsmittelvergiftung? Aber, also soweit ich weiß, hat Ralf doch nie, oder? Er muss die Substanz nicht selbst eingenommen haben. Jemand hat EPKO-Tropfen verabreicht. Das wird gerade im Labor geklärt. In solchen Fällen kommen mehrere Substanzen in Frage. Oft ist es auch ein Cocktail von verschiedenen Wirkstoffen. Und kann das gefährlich werden? Wir behalten ihn in jedem Fall so lange hier, bis wir mehr wissen. Machen Sie sich nicht allzu große Sorgen. Danke. Hey, wie geht's dir? Ich hab noch eine ziemliche Haube auf. Mir ist ein bisschen übel, aber sonst geht's schon besser. Hast du Schmerzen? Nein. Kannst du dich vielleicht an irgendwas erinnern, Papa? Ja. Ich lag auf dem Bett und sie haben mir das Hemd ausgezogen. Sie? Waren da mehrere? Ja. Eine Frau und ein Typ. Und der Kerl hat Fotos gemacht. Neumann. Wir sind gleich wieder da. Okay. Ganz sicher. Das wissen wir nicht. Er hat ihm K.O.-Tropfen verabreicht und dann schmutzige Fotos von ihm gemacht. Das kannst du nicht wissen. Er war es. Ganz sicher. Wilde Verdächtigungen bringen uns jetzt hier nicht weiter. Außerdem gibt es viele Leute, die einem Oberstaatsanwalt vielleicht eins auswischen wollen. Das glaube ich jetzt nicht. Ist das dein Ernst? Nach all dem, was Malte dir angetan hat, nimmst du ihn noch in Schutz?
Ich hole mir was aus der Cafeteria. Soll ich dir was mitbringen? Nein, danke. Ja, aber wo war denn jetzt dein Handy? Na, als ich rausging, da lag es im Briefkasten. Hä, aber woher wusste der, der es gefunden hat, denn dass es dein Handy war? Ist doch ganz egal. Was ist denn jetzt mit dem Transporter? Das interessiert mich gerade viel mehr. Weiß ich nicht so genau. Ich muss erst mal die Versicherung anrufen, aber das mache ich morgen. Das haben wir für heute genug Aufregung mit der Polizei. Ja, es tut mir echt leid, dass wir es da verpasst haben. Hey, was ist denn? Die letzten Wochen ohne die Gärtnerei waren so erholsam. Und jetzt? Naja, du musst dich eben erst langsam wieder an den Alltag gewöhnen. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Irgendwie habe ich gar keine Lust mehr auf das alles hier. Mal wieder auf der Flucht? Was haben Sie meinem Vater eingeflößt? Hä? Geben Sie mir Ihr Handy. Was soll das? Das Handy mit den Fotos von meinem Vater und dieser Frau. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Sie wissen ganz genau, wovon ich spreche. Erst loslassen. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Notarzt! Bitte! Vergiss es. Irgendwas beschäftigt dich. Schon beim letzten Telefonat warst du irgendwie komisch, angespannt. Ja, es beschäftigt mich etwas. Du weißt, dass du mir alles sagen kannst. Ich weiß. Ich war dabei, mich in eine andere Frau zu verlieben. Sie haben meinem Vater eine SMS geschrieben, dass er ins Dreikönige kommen soll. Eine SMS an Ihren Vater? Nee, das wüsste ich aber. Er meinte, Sie bräuchten seine Hilfe. Nee, also garantiert nicht.